Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute früh. Von Jesus wird immer viel davon gesprochen, was er alles getan hat, wie er gepredigt hat, wie er durch die Lande gezogen ist, in die Städte und Dörfer, wie er Menschen geheilt hat, wie er bei Menschen zu Hause eingekehrt ist, welche Streitgespräche er geführt hat, Gleichnisse er erzählt hat, alles das. Was oft vergessen wird, ist, woher Jesus die Kraft für das alles hatte. Ganz regelmäßig hat sich Jesus zurückgezogen in die Stille, vor allem draußen in freier Natur, und er hat sich Zeit genommen, viel Zeit für sich selbst und für das Gespräch mit dem Vater im Himmel. In der Bibellese heute in Lukas 4, 38 bis 44, da kann man das ganz deutlich sehen, da wird erzählt, was für ja, ein hektisches und bewegtes Leben Jesus hatte, wie er die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat, wie er andere Kranke geheilt hat, Menschen die Hände aufgelegt hat und all das. Und dann heißt es ganz plötzlich in Vers 42, als es Tag wurde, ging er hinaus an einen einsamen Ort. Er ging hinaus an einen einsamen Ort. Er suchte die Stille. Er suchte das Gebet. Das Zwiegespräch mit dem Vater. Und wenn der Sohn Gottes das gemacht hat, um Kraft zu bekommen für das, was er zu tun hatte, ich denke, dann haben wir auch ein Recht dazu. Ich sehe viele Leute, die sich aufreiben, die ganz viel da sind für andere in ihrer Familie, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft und sonst. Wir haben ein Recht dazu, uns auch mal Zeit zu nehmen für die Stille, für die Muße und vor allem für das Gebet, für das Gespräch mit Gott. Jemand hat mal gesagt, ich nehme mir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für das Gebet. Außer wenn es ein ganz hektischer Tag ist mit ganz vielen Terminen, an dem ich ganz viel zu tun habe, dann nehme ich mir eine ganze Stunde Zeit. Und ich glaube, da ist was dran. Es tut uns gut, uns auch mal Zeit zu nehmen für die Stille und für das Gebet. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben. Seid gesegnet, seid behütet. Passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf. Und bis morgen.